Hurra, der DAX gibt ein Lebenszeichen, aber es ist noch lange nicht Zeit für Party und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster. Warum steigt der DAX heute? Nun ja, weil er nicht mehr fällt. Man konnte vielleicht schon gestern sehen, dass die Abwärtsdynamik doch nachgelassen hat, dass das Impulsive nach unten nicht mehr da war. Und heute, da hat er dann mal die Gelegenheit ergriffen zu steigen. Die Amis eigentlich nicht so wirklich, die sind nur ganz leicht im Plus, der DAX teilweise 1,5% im Plus. Es war ein Stück weit überfällig, wenn man sich die US-Indizes anschaut, die ja von Allzeithoch zu Allzeithoch eilen. Aber es könnte sein, dass dem DAX diese Freude nicht lange beschert sein wird, denn möglicherweise werden die Amis jetzt die Party versauen. Wir haben nämlich heute wieder ziemlich desaströse Daten aus den USA bekommen. Gut, ISM-Indexgewerbe war nur ein Ticken schwächer, kein Problem. Die Bauausgaben auch nur fast 2% rückläufig, auch nicht so das Problem. Das Problem ist, dass der Automarkt wegbricht. Das haben wir heute wieder gesehen. General Motors minus 15%, die Verkaufszahlen. Ford minus knapp 8%, Fiat Chrysler im Minus. Es gab keinen einzigen größeren Hersteller, der im Plus war. Und alle haben praktisch die Erwartungen, die ohnehin schon gesenkt waren, noch weit unterboten. Da ist also was im Argen. Und das Auto ist in den USA ein zentrales Kriterium. Ford und vor allem GM müssen jetzt wahrscheinlich länger Fabriken schließen, denn man hat einfach am Bedarf vorbei produziert und das wird sich jetzt langsam auswirken. Klar, wir haben jetzt eine Situation, in der die Frage ist, wie geht es weiter? Wir haben jetzt den Euro, der so ein bisschen wackelt, der heute mal zwischenzeitlich unter Druck kam. Aber es ist eben nicht wirklich eine Richtungsentscheidung, die fällt vielleicht mit Apple jetzt heute nachbörslich, die fällt vielleicht mit den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Wir werden sehen, ISM-Index, Dienstleistungen am Donnerstag, wenn ich mich nicht irre, das sind alles Dinge, die nochmal richtig bewegen können. Aber wenn wir uns die Charts anschauen, zum Beispiel eine Amazon, die an einer langfristigen Trendlinie jetzt ist, wenn die da durchbricht, oder eine Apple, die wir gleich im Chart sehen, dann könnte da durchaus jetzt mal was bevorstehen. Wir haben ja heute einen Artikel auf finanzmarktwelt.de gehabt mit Charles Schwab, diesem Broker in den USA, der sagt, wir haben massenweise neue Konten, die Privatanleger, die wollen jetzt alle einsteigen. Das sei so zuletzt nur kurz vor der Finanzkrise gewesen und so ein bisschen hat man den Eindruck, dass jetzt noch so die allerletzten draufspringen und das könnte dann in den USA ungemütlich werden und die heutige Party, die der DAX mal veranstaltet hat, nachdem er ja so lange depressiv war, gleich wieder kaputt machen. Wir wollen uns mal den DAX anschauen, da ist er mit einem Anstieg, okay, 12.265, wir waren sogar kurz bei der 12.300 vorhin. Jetzt wieder ein bisschen zurück. Wir haben gestern dieses leichte Tief noch gesehen bei 12.085 etwa. Und dann ging es nicht mehr nach unten und jetzt so in den letzten 2-3 Stunden plötzlich diese Rallye, weil eben zum Beispiel der Euro kurz schwächelte. Schauen wir uns mal die US-Indizes an. Naja, da ist nicht so viel passiert. 2.472 und der S&P 500. Die Lücke, die ist ein bisschen kleiner geworden. Hier sehen wir den DAX als schwarzen Chart. Der orange ist der S&P 500. Wir sehen den Dow Jones, der an der 22.000er Marke kratzt, aber jetzt auch wieder so ein bisschen nach unten kommt. Wir sehen den Nasdaq jetzt auch mit einer gewissen Schwäche. Also so dieses richtige Aufwärtsmomentum, mindestens im kurzen Fenster, ist zumindest nicht mehr gegeben jetzt bei den US-Indizes. Deswegen meine ich, dass jetzt die US-Märkte eine gute Chance hätten zu korrigieren, wie übrigens auch der Euro, der jetzt bei 1,18 glatt ist. Wir sind ja dann nochmal nach den doch schwachen Daten aus den USA nochmal in Richtung 1,30 marschiert. Jetzt kämpfen wir mit der 1,18. Der Euro ist überkauft. Wir sehen, Dollar-Yen war schon wieder unter der 110er-Marke. Auch das nicht gerade im Beleg, dass die Rallye unbedingt weitergehen muss an den Aktienmärkten. Normalerweise ein sehr guter Indikator. Wir sehen erste leichte Stabilisierung beim Dollar-Index, der ja so niedrig handelt wie schon sehr lange nicht mehr. Wir sehen das Öl, das jetzt auch ein bisschen eine Korrektur macht. Klar, das ist natürlich jetzt bombig gelaufen in letzter Zeit. Wir kommen im Grunde von 45,50, sind 5 Dollar gestiegen, mehr oder weniger unkorrigiert. Jetzt eben diese leichte Korrektur, weil Libyen zum Beispiel sehr viel mehr produziert. Wir haben den Goldpreis bei 1272 hier, diese Kerze nach oben. Wir haben Silber bei 17,79 Dollar und wir haben vor allem, und das wollte ich hier nochmal zeigen, die Autobauer in den USA, General Motors, massiv unter Druck. 34,83 Dollar. Das sieht nicht wirklich gut aus. Sieht auch nicht nach einer Trendwende aus, auch wenn General Motors sagt, ja, im zweiten Halbjahr wird sicher alles besser. Ähnliches Bild bei Ford unter der Marke von 11 und abschließend vielleicht noch Apple. Da ist jetzt darauf zu achten, wie werden die Zahlen, klar, aber wir haben jetzt hier bei der 142,35 etwa diese massive Unterstützung, wo der Kurs
ja, 4-5 Mal gedreht hat, 4-5 Mal gehalten hat. Wenn Apple aufgrund einer stärkeren Bewegung das nachbörslich unterbieten sollte, dann wird es eng. Dann werden wir auch wahrscheinlich am Gesamtmarkt eine Korrektur haben. Und mir scheint, dass diese Korrektur nicht unwahrscheinlich ist, weil viele warten jetzt zum Beispiel auch im zweiten Quartal, haben sicherlich gewartet auf das neue iPhone 8, das ja da doch deutlich später kommt als zunächst prognostiziert. Man verpasst vielleicht sogar das Weihnachtsgeschäft. Das dürfte sich dann finanziell ungünstig auswirken. Jedenfalls sind eben dann im Vorfeld, wenn neue iPhones kommen, dann halten sich die Leute nochmal zurück mit den Älteren. Insofern könnte da durchaus was enttäuschen. Wir werden abwarten bei finanzmarktwelt.de. Ab 22 Uhr werden Sie informiert. Da wissen Sie Bescheid, schauen Sie da unbedingt rein. Morgen nochmal gesagt, kein Videoausblick und auch kein Markenflüster. Ich bin terminlich verhindert. Wir sehen uns dann, ich hoffe, am Donnerstag wieder und wünsche erstmal bis dahin alles Gute. Ciao.